Hallo Leute, da sind wir wieder zurück bei Elden Ring Shadow of the Erdtree. In der letzten Folge ist Wilbald in einem warmen, weichen, wabernden Fliegennest getötet worden. Und diese Schmach muss natürlich jetzt getilgt werden. Wir haben eine Verabredung mit dem Fliegenlord. Denn es gibt jetzt einen Mord. Ich habe mir was überlegt, übrigens, das soll ich nochmal machen. Die sind ja, also gut, ich meine, die sind jetzt nicht so stark. Aber vermutlich können die auch gut brennen. Ich könnte jetzt überlegen, ob ich nochmal eine andere Asche anlege. Wir haben jetzt ja Eis und ich glaube Blut. Ich nehme mal an, Feuer ist immer so gegen Insekten, ist das Feuer eigentlich grundsätzlich immer gut. Aber die sind jetzt auch nicht so stark. Ich habe natürlich jetzt... Ach komm, ich muss jetzt nicht die Asche für den wechseln. Das mache ich erst, wenn ich jetzt nochmal sterbe und... das ist ja auch immer eine Frage des Respektes. Ne? Will ich ihm diesen Respekt geben, dass ich seinetwegen die Asche wechsle? Und da denke ich mir so eher, nö, sehe ich überhaupt nicht ein. Oh, warte mal, bin ich überhaupt richtig gelaufen? Nee. Aber guck mal hier. Ist das nicht der Kopf von so einem Feuerriesen? Aber bevor da jetzt wieder irgendwas Wildes passiert. Warte mal. Wo war der Eingang? Hier kam ich hierher. Au. Schwein. Ich glaube, hier bin ich lang geritten. Und dann da raus. Oder? War das hier und dann da raus? Oh! Aber droppt der jetzt nochmal was? Nee, okay, der droppt wahrscheinlich einmal sowas Geiles und danach nur noch Schrottigkeiten. Okay, da war der Dude, stimmt. Und... Oh nein, ich habe jetzt kein Interesse an dir. Ich wollte jetzt gucken, dass ich in diese Fliegenbehausung... Warte mal, der... Scheiße, ich bin schon wieder falsch. Wo war jetzt dieses Fliegennest? Doch, hier. Ja. Nein, komm, wir wollen mich in Ruhe lassen. Wir wollen... Hey, hey, hey. Ja, 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 nein. Oh Gott. Alles klar. Ich sehe auch gerade, dass ich hier sehr, sehr stark vergiftet werde. Alles klar. Okay, ich muss sie dann doch ernster nehmen, als ich eigentlich wollte. Ich hatte gedacht, wir sind über den Punkt hinaus, dass wir sowas ernst nehmen müssen. Aber offensichtlich ist das... nicht zu verhindern, dass wir... So ist das halt. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so unbedingt die Notwendigkeit, da wieder zurückzureisen, weil jetzt unsere kostbaren Seelen eh in der Bruthölle der Fliegen verschwunden sind. Jetzt können wir... Ist völlig beliebig, was wir jetzt machen. Wir können da jetzt wieder hoch. Oder wir gehen jetzt da hinten hin. Aber komm, lass uns das einmal zum Abschluss bringen, sonst vergesse ich wieder die Hälfte. Ich gehe jetzt nochmal diesen Weg. Ja, natürlich trifft mich dieses Ding. Wow. Ja, der lässt sich auch noch blicken da. Also da ist ja auch noch Action auf jeden Fall. Also wir haben hier noch so zwei Rittersleute, die habe ich auch noch nicht besucht.
probieren wir es doch mal. Zum Glück hat der nicht so gute Ohren. Okay, warum hat das nicht geklappt? Wieso kam ich denn da nicht mehr weg? Ja, ist gut, du musst nicht mehr ausrasten jetzt. Wieso kam ich da nicht mehr weg? Wieso konnte ich nicht mehr rollen? Warum konnte ich nicht mehr rollen? Das ist ja Quatsch mit Soße. Boah, man weiß vorher nicht, welchen Weg die nehmen. Was? Da bin ich halt einfach gnadenlos reingeritten. Warum? Warum konnte ich den nicht backstabben gerade? Mal wieder jetzt so richtig großkotzig vor meinen Seelen steht, als wenn das... Er weiß genau, ich komme zurück. Das war die kleine Rache. So. Was ist jetzt mit ihm hier? Oh, er will auch Ärger haben. Oh, ich hab doch gerade noch einen gesehen. Ich werde wohl senil auf meine alten Tage. Na gut, dann gehe ich halt weiter auf Patrouille. Da wird schon nichts gewesen sein. Lalalala. Er geht wieder. Das war aber. Okay, was war das jetzt wieder? Okay, da war ich ein bisschen zu gierig. Das ist wieder exakt das, dass er eigentlich schon tot ist und ich keinen Bock habe, dass er seine Combo nochmal ausführen darf. Naja, gut. So, da unten waren wir eben auch. Das ist da, wenn man den Pfad entlang reitet und nicht in diese Höhle rein. Da waren wir gerade. Möglicherweise steht da auch noch mal irgendwas auf. Das sieht schon aus wie eine Kampfarena. Oder das ist einfach so ein gefallener Feuertopf. Man weiß es nicht. Schauen wir erstmal hier weiter. Also, ganz in Ruhe. Jetzt haben wir ja diese beiden Wächter da platt gemacht. So, da oben ist ja auch noch ein Pavillon. War hier noch einer eigentlich? Ja, noch so ein dritter. Boah. Man braucht eigentlich einen Navigator an der Seite. Über so einem Rallye-Auto, der einem die ganze Zeit sagt, wo man ist. Damit man sich hier nicht verfährt. Schildkröte. So, hier sind wir in unserem fliegenden Loch.
Ich könnte die Lamy McLame Stein machen und die mit Pfeil und Bogen einzeln rausholen. Das ist jetzt schon das Ende. Da muss ich wieder aus der Suppe raus. So bringt das nichts. Ich krieg ja hier faulige Füße, wenn ich da so reingehe. Kommt ihr auch mal raus aus der Suppe oder seid ihr jetzt der Meinung, okay? Okay, so, der kommt auch. Hey, wieso machst du denn nichts? Oh, was sie auch für einen ekelhaften Sound von sich geben, wenn sie sterben. So. Faulige Füße kriegt man da. Das ist schon eine gute Idee, die mit Pfeil und Bogen rauszulocken. Krieg ich faule Füße, wenn ich das Pferd hab? Nö. Los! Nein. Gar nicht erst lange diskutieren, sofort kaputt machen das Getier. Ist das ein Fahrstuhl? Das ist ein Fahrstuhl. Den werden wir gleich aber erst nehmen. Erstmal will ich mich hier in Ruhe noch einmal umsehen. Ich glaube, da war ich ja schon. Oh, da ist ein Item. Kam ich nicht das letzte Mal von der anderen Seite? Kam ich von da? Weiß es nicht mehr. Also da sind jetzt noch diverse Items, aber da sind halt auch 4, 5 von diesen Leuten. Mindestens 5. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Wahrscheinlich ist es eh nur irgendein Fliegenfleisch. Gucken wir erstmal hier. Bin ich nicht über diesen Pferdefahrstuhl? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Bin ich über den Pferdefahrstuhl hier gekommen? Ne, jetzt fahren wir schon wieder nach oben. Hier sind wir doch lang gekommen. Hier waren wir doch schon. Oder nicht? Sind wir nicht auch hier irgendwann gestorben? An dem sind wir das letzte Mal gestorben. Pestfadenspeere. Man muss sie immer einzeln platt machen, ne? In der Gruppe sind mir die zu ekelhaft. Ist er jetzt da alleine? Dann gehen wir da hin. Oh, nein, er will Ärger machen. Ah, er lässt sich nicht so einfach. So. Okay, er hat sich ein bisschen gewehrt. Warum auch immer. So. Kann das sein, dass wir das letzte Mal... Kamen wir von hier oder kamen wir über den Fahrstuhl?
Ich will gleich nochmal diese Treppe natürlich hoch. Hier waren wir schon, oder? Wir kamen von hier, meine ich. Haben wir gegen den gekämpft? So, wir gehen jetzt da diese Fliegentreppe hoch. Marker, ja, das stimmt, man kann sich Marker setzen, aber... Das ist eine Gnade. Das ist großartig, die werde ich direkt mal aktivieren. Ist das ein Bosskampf? Ich wollte eigentlich nur das Kartenstück. Jo, okay. Also, das merke ich mir, aber wir sind noch nicht fertig. Wir laufen das hier noch einmal ab. Was wartet hier noch auf uns? Ah, diese Dinger hier. Damit muss man ja auch irgendwas Schönes bauen können, oder? Scharlachrote Knospe. Ja, aber hier ist dann nichts mehr. Das heißt, wir können da in diesen Raum rein. Das wird ja vermutlich ein Boss sein. Und es wäre ja schon erstaunlich, wenn das jetzt nicht irgendetwas mit diesen Fliegen zu tun hätte, dieser Boss. Aber da leuchtet es so rot raus. Seht ihr diesen Schimmer? Das muss ja dann aus dem Bossraum sozusagen kommen. Ja, jetzt können wir vielleicht direkt schon mal überlegen, wie wir da jetzt reingehen. Ich kann mir vorstellen, dass das was mit Pestilenzen zu tun hat. Also vielleicht wäre es gut, eine Resistenz gegen... Was ist denn das hier überhaupt für eine... Ist das... Was ist das? Erstmal machen wir das. Wie viel brauche ich denn davon noch? Was habe ich davon? So, also, pass auf, Kriegsasche. Ich glaube, fast Feuer wäre ganz gut gegen sowas. Ich finde, das fühlt sich richtig an. Ein bisschen mal mit Feuer zu arbeiten. Wenn wir dann vielleicht auf... Ja, da habe ich natürlich keine Verbesserung. Ja, ich weiß nicht, ob wir hier kriegen wir natürlich gut Feuerdamage mit rauf. Bei Flammend. Aber bei Solide haben wir mehr Gesamtdamage, oder? Sehe ich das richtig? Das sind ungefähr 400 whatever, 20, keine Ahnung. Ja, wir haben bei Solide auf jeden Fall mehr Feuerdamage. Und wenn ich jetzt hier die andere Asche rauf mache, da müssten wir wahrscheinlich auch auf solide gehen, ne? Standard. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ah ne, ich muss sie dann einmal wechseln. Ich glaube, wir nehmen lieber den. Ja. Jo, den nehmen wir. Mal gucken, wie das jetzt wird. Vielleicht ist das auch Quatsch, ne? Vielleicht ist da erstmal gar kein Endboss, sondern whatever, irgendwas anderes. Aber wir gehen jetzt mal so rein. Ja, sowas in der Art habe ich mir gedacht. Ekelhaft.
Das ist ein Tausendfüßer, ne? Ekelhaft. Das rollt ja auch noch. Scheiße, jetzt habe ich diese Schale voll. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt wegkriege. Okay, das könnte mein Ende sein. Ja, also ich habe keine Ahnung, wie ich die Schale voll wegkriege. Ich glaube, Feuer ist nicht unbedingt das Beste. Lass mich kurz überlegen, was... Also mein erster Impuls wäre schon, Feuer ist ganz gut, aber... Vielleicht ist Eis sogar besser. Vielleicht mache ich wieder diese Kombo da, die Maxim mich gelehrt hat. Vielleicht machen wir das mit Blut und Eis. Also erstmal... Gift, ja. Oh, warte mal, Blut und Gift. Blut, Gift und Eis. Kann man drei Verzauberungen gleichzeitig haben? Mache ich zwar weniger Gesamtschaden, aber dann würde ich auch noch... Dann würde ich Blut machen, Gift und Eis. Wir machen, glaube ich... Wir machen solide wahrscheinlich, ist das das Beste. Ich weiß nicht, da machen wir aber mehr Blutverlust. Und machen ungefähr, weiß ich, 480 Schaden, keine Ahnung, kann ich nicht rechnen, mehr. Ja, da machen wir schon mehr Schaden, aber weniger Blutverlust. Eigentlich wollen wir ja Blut, ne? Ich weiß nicht genau, ob das smart ist. Und dann nehmen wir als zweites vielleicht das Eisding. Frostnebel. Und... Warte mal. So, was habe ich jetzt? Frost. Wenn ich das... Wenn ich das rausnehme... Ja? Das ist Frostnebel. Kann ich nicht... Wenn ich jetzt... das zweihändig führe. So, jetzt kann ich doch gut, ja, jetzt kann ich blutiger Schnitt machen. Probieren wir was mal jetzt. So. Und dann probieren wir mal hier, haben wir irgendeinen Das wäre vermutlich die Immunität, Resistenzen, das. Ich glaube, wir müssen die Resistenzen nehmen. So, machen wir das hier. So, und dann müssen wir nochmal gucken, ob ich irgendwas
craften kann, was mir... Da. Und es fehlt mir das Kristallhöhlenmoos. Ich weiß nicht, wo man das bekommt. Schade, ich kann mich dann nicht heilen. Naja. Schauen wir mal. In Kristallhöhlen, ja. Ja, ja, klar. Oh, da soll ich nicht rein. Warum rolle ich denn in diese Geschichte da rein? Keine gute Idee. Ach du Scheiße, was ist das? Au, wir wollen das nicht haben. Echo der heiligen Knospe. Na gut. Dieses prächtige, jahrtausendealte Geschöpf musste leider sterben. Über meine Seelen zurück. Oh, krass. Alter Schwede. Die hat mir ja richtig viel Geld gegeben. Die Zielgerade
nochmal extrem spannend gemacht. Ja, das ist halt immer so, wenn man denkt, man hat sie eigentlich schon, es fehlen ja nur noch zwei Schläge, dann wird man natürlich immer so ein bisschen ungeduldig, ne? Das ist leider so. Aber ich glaube, das Setup war ganz cool mit dem Eis, ne? Gierli hat Urlaub heute, ja. Genau. Okay, cool. Eis und Feuer auch mega. Jo, dann lass uns doch mal erstmal hier kurz zwei Level verteilen. Zocke ich auf der PS5? Jawohl, ich zocke auf der PS5. Was sollen wir sonst mit dem Geld machen, ne? Reicht genau für zwei Level, ist doch fantastisch. Okay. Wo kamen wir rein? Wo kamen wir raus? Ich glaube, da müssen wir lang. Dann kamen wir daher, oder? Ja. Dann ist da auch noch irgendwas. Aber was? Da oben muss doch irgendwas auf dem Altar rumliegen. Was habe ich jetzt eigentlich von der bekommen? Echt oder heiligen Knospe, nehmt mit Hilfe seiner Finger. Achso, okay, das. Ja, okay, das habe ich von ihr bekommen. Ja, können wir mal gucken, was man dafür kriegt. Ist das ein Fahrstuhl? Nee. Oh, Siegelbaum. Der Siegelbaum verschleiert den Baum in Schatten. Er kann ohne Messmas Zunder nicht verbrannt werden. Ich nehme mal an, dafür muss ich Messma erstmal plätten, ne? Was ist mit euch los? Die kennt man doch auch, oder? Das erinnert mich ein bisschen an, ist das Sekiro oder so? Oder Dark oder Demon's Souls, wo die am Anfang in dem Hub sitzen. Diese ganzen Kinder. Meinst du die Festplatte, RG Brain? Die Festplatte habe ich eingebaut, ja. Die habe ich nochmal nachträglich eingebaut. Das habe ich auch aufgezeichnet, wie ich das eingebaut habe. Weil das könnte ich natürlich so nicht stehen lassen. So, laufen wir das hier noch einmal ab. Oftmals findet sich ja hier in so einer Ecke noch was Schönes. Aber ich merke, wir müssen erst Messmal legen und dann kommen wir hierher zurück und können den Baum verbrennen. Hier ist sonst nichts mehr. Wie sieht's hier aus? Ach, hier darf ich mein Pferdchen gar nicht benutzen. Hier ist schon ein bisschen mehr noch. Aber hier ist auch nichts, ne? Nope. Okay, dann können wir hier wieder ins Wegbeamen. Ich glaube, ansonsten ist das hier eine Sackgasse. Ich werde mir mal noch kurz den Baum markieren, dass ich das nicht vergesse. Dass wir hier was verbrennen müssen. Und zwar nehmen wir mal Markierung. Das hier sieht. Ne, das sieht aus wie ein Baum. Genau. So, da habe ich jetzt einen Baum draufgesetzt. Dann wissen wir alles klar. Ansonsten ist hier nichts. Okay. So, dann können wir eigentlich. Ja, ich will jetzt mal das Kartenstück haben. Aber auch hier gab es noch weitere Wege. Das würde mir jetzt schon helfen. Ich frage mich aber gerade, ob ich da überhaupt runterkomme. Wir gehen einmal kurz hier. Ich gucke nochmal, ob ich da...
Ich verbrenne ihn nicht zu früh. Okay, ist angekommen. Aber ich weiß jetzt, ich habe es mir aufgeschrieben, dass ich weiß, wo es ist. So, die 2 da hinten, das ist das Kartenstück. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht von der anderen Seite kommen muss tatsächlich, weil hier ist ja einfach wirklich ein gigantischer Abgrund. Und möglicherweise muss ich von hier unten kommen, ich weiß es nicht genau. Halt von hier, so dieses Wasser runter. Sollen wir mal von hier versuchen, da lang zu galoppieren? Ich weiß nicht, ob das geht. Ich will jetzt einmal die Karte haben, bevor ich das ganze Gebiet jetzt da bereise. Und wenn ich am Ende fertig bin, hole ich mir die Karte und dann bringt sie mir nichts mehr. Ich will das jetzt einmal von hier probieren. Aber wir müssen runter. Oder? Ist das ein Weg da? Oder kommen wir hier? Wir reiten mal den Weg entlang. Hier waren wir auch schon bei den Pestilenzien, aber ich meine, das war eine Sackgasse. Ich glaube, da ging es am Ende nicht weiter. Ich glaube, hier war eine Sackgasse. So sieht das aus. Ach, guck mal, da hinten. Warte. Will der mich jetzt nicht angreifen? Oh, lass es doch einfach! Mann, Leute. Ich bin noch hier. Okay, ihr seid einfach so nervig. Ich bin nur zu Besuch! Unglaublich, oder? Ich hatte gar nichts mit euch vor. Ich wollte einfach kurz mal gucken. Ich habe den Stress nicht gesucht, ne? Genau. So, guck mal, diese Treppe da habe ich auch noch nie benutzt. Wartet kurz. Das ist hier diese Treppe. Vielleicht komme ich auch von der Seite hier, obwohl... Hier ist ja auch irgendein Pfad. Wie komme ich da runter? Boah, hier ist so richtig so ein... Guckt ihr euch mal diesen Spalt an. Da muss doch irgendein gigantisches Schwert einmal reingekloppt haben, um überhaupt so eine Klippe hier entstehen lassen zu können. Was ist das richtige Bonfire? Wie komme ich da am besten hin? Oder vielleicht von dieser Schlucht aus? Kann ich vielleicht von hier diesen Weg nehmen und dann links komme ich hier durch? Oder was sind das hier für Zwischendinger? Ja. Ich kann es noch einmal von hier probieren. Ich glaube... Also da sehe ich jetzt keinen Gang runter. Der müsste, wenn, da müssten dann ja auch so Steine sein. Pass auf, ich probier's doch mal von hier. Fallschirm oder Wingsuit, ja. Wenn man so Flügel oder so ein Fliegtier noch haben könnte, das wäre doch wirklich Hammer, ja. So, genau, jetzt einfach geradeaus in diese Richtung. So, das ist ja schon so ein bisschen schluchtig hier fast. Genau, und dann einfach da entlang. Okay, dann sind diese Streben, sind diese Dinger hier. War ich denn hier überhaupt schon so richtig offiziell? Ich weiß nicht, ob ich hier schon so... Nee, da war ich noch gar nicht. Da reite ich jetzt einfach kackdreist durch. Das ist ja interessant. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Das sieht gut aus. Oh shit.
Dann sag mir nicht, das ist jetzt überhalb. Oh nein, hier ist ein Bär. Was ist das? Wir sind uns einig, dass du mich in Ruhe lässt, wenn ich eine Tür aufmache, oder? Der steht in der Giftwolke. Haha. So. Jetzt kann ich mir hier die Karte nicht angucken. Also. Ich kam hier nicht rüber, ne? Guck mal, der Bär, das ist ja so lustig, der nimmt die ganze Zeit Schaden. Von denen Hanseln. Ja gut, dann macht euer Ding. Wir gehen mal jetzt hier runter. Licht! Oh, noch eine Gnade. Vermutlich ist in Sonnenkatakomben, hat man ja es auch mit Untoten zu tun. Da ist ja Holy Damage vielleicht immer nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob Eis das Beste ist. Es ist ja fast eisig hier. Der Tod ist eisig. Ach, eine Steinpflanze. Golem. Steingolem. Ja, da können wir vielleicht die Keule auch nochmal rausholen, die ich hier extra gelevelt hatte. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier wieder so ein bisschen aufpassen, weil hier könnten Hebel irgendwo sein oder irgendwelche geheimen Wände. Oder Fallen. Ja, war nur die Frage, von wo es kommt, ne? Hier ist überall Blut. Hätte man drauf kommen können. Muss ich mich mal da hinstellen, wo kein Blut ist, oder? Kommen die. Ah, scheiße, die kommen halt original von überall. Scheiße. Okay. So. Also hier ist jetzt kein Blut mehr. Einmal noch kurz zurückschauen. Das kann ja auch genauso gut sein. Wir kamen von geradeaus. Da ist noch ein weiterer Weg. Da ist noch eine Abzweigung. Müssen wir uns merken. Was mache ich jetzt mit dir? Pfeil und Bogen sind natürlich ein bisschen lame. Okay. Sollten wir uns schon vorher überlegen, wo wir lang gehen? Der beschießt uns ja schließlich. Oh ne, jetzt macht er nicht. Der dreht sich nicht um, der ist zu faul. Das soll mir recht sein. So, jetzt geht's hier runter. Gucken wir erstmal hier lang. Wir können ja auch sonst. Flamme ins Gesicht. Alter. Völlig überdimensionierte Feuerkanone. Was denkt er sich? Guck mal, das ist sein Maul. Das ist ja geil. Feuerkanonenmaul. Handbuch des Drachenritters. Oh, roter Blitzkopf. So, was ist hier? Geheimwände, wo seid ihr?
Gibt es hier eine Geheimwand? Wir rollen alles einmal ab. Nö. In diesen Katakomben, jede Wand lädt zum Rollen ein, aber man kann ja nicht mit jeder Wand jetzt sich hier per Du machen. Ist da, geht's da weiter? Nee. So, ich weiß nicht mehr, kamen wir von hier oder? Nee, wir kamen von da. Von hier kamen wir. Ach, was ist das denn? Ist er hier runtergeplumpst? Der hat mir nachgesetzt. Na, das soll mir recht sein. Da ist wieder so eine ekelhafte Falle. Da muss ich dann rüberlaufen. Ach du Scheiße. Werde ich da oben zerdrückt, wenn ich da oben bin? Sehr unfreundlich. So, tschüss. Harzknoten. Da ist noch ein weiterer Gang. Ach, du Scheiße. Der war nicht so mächtig. Das sieht man Zauberern ja auch nicht auf den ersten Blick an, weil die haben alle so eine Robe an und dann weiß man nicht, okay, wie gut ist der denn eigentlich? Und der war eher nicht so gut. Das war so ein... Der ist früh abgegangen von der Schule, weil er unangenehm aufgefallen ist und so. Und jetzt kann er ein bisschen zaubern, aber ist bei den Zauberern auch gar nicht wirklich hoch angesehen. So wie der hier. Auch ein untoter Zauberer, ha? Aber ich laufe jetzt natürlich nicht den ganzen Weg zurück, also soll er doch kommen. Wie, warte mal, zwei direkt? Drei. Och. Drei direkt. Ja, vielleicht sollten wir doch noch mal ein bisschen... locken. Okay, der hat B, glaube ich. Ey. Ja. So, der wird jetzt wieder ein bisschen unangenehmer da hinten. Ach, guck mal, da ist der zweite Gang, den wir nicht genommen haben. Direkt unterhalb der Todesplattform. Eventuell ist da irgendwas. Könnte natürlich sein, dass da der Hebel ist und hinter dem Keulenboy ist eventuell dann der Boss oder so. Kann auch sein, dass hier jetzt noch mich von links und rechts irgendwas bespringt, dass das jetzt hier einfach oder von oben mich was Ja. Das, genau damit habe ich gerechnet. Exakt damit habe ich gerechnet. Ich wusste das doch. Okay, fuck. Warte mal jetzt, ganz kurz. Warte. Okay, der ist wütend. Der ist richtig wütend gewesen. Aber das habe ich mir gedacht, das habe ich gerochen, dass da noch irgendwas steht.
Man will nämlich, das ist eine Falle, man will den backstabben. Weh das noch einer, dann dreh ich durch. Das wäre dann jetzt nicht mehr fair. Was das wert? Ja, dieses Verzögern ist natürlich echt immer sehr nervig, ne? Das stimmt bei allen Gegnern. Okay, ich weiß nicht, ob hier noch was ist. Oder ob das alles war. Dann würde ich jetzt hier runter und da in diesen anderen Gang. Das ist der einzige, den wir noch nicht hatten. Beziehungsweise, warte mal. Wait a minute, also. Das ist ja gar kein Gang. Das ist ja nur so ein kleiner Erker. Vielleicht muss ich da auch wieder rauf. Schauen wir mal. Oh ja, da ist was. Entschuldigung. Erstmal in alle Richtungen blicken, bevor man sich dem Item zuwendet. Schwarzer Ritterkommandant Andreas. Der ist hier begraben, oder was? Und jetzt? Okay, warte. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Das Fenster wird ja einen Grund haben, weshalb das hier ist. Warte, ist das der Raum, wo ich gerade war? Nee. Oder doch? Da war ich doch gerade. Bevor ich da wieder runter reise, hier komme ich ja auch gar nicht wieder rauf auf die Plattform. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Muss ich durchs Fenster wieder runter. Ja, das ist natürlich jetzt komisch. Wo kann ich denn noch lang? Vielleicht noch auf eine andere von diesen Todesfallen. Hä, warte mal. Doch, ich war kurz verwirrt. Also hier waren die anderen Typen. So, ja, Mist, ich habe jetzt nicht mehr so viel Ideen. Also bleibt das Ding jetzt oben? Gibt's hier noch ein. Da waren noch zwei. Ne, das ist nur ein Ding. Ist vielleicht auf der anderen Seite noch ein Durchgang? Ich habe jetzt aber nur einen gesehen. So, wann kommst du wieder runter? Jetzt. Ich guck mal, ob da noch irgendwas ist. Ich gehe nochmal rauf, aber ich glaube nicht. Da ist nur der. Oh, warte, das war dumm. Oh, nee, doch nicht, überhaupt nicht dumm. Okay. Boah, das sieht sehr bedrohlich aus. Aber wie gesagt, da ist doch wirklich nur... Da, oder muss ich dagegen rollen? Warum ist da ein Erker und da nicht? Auf die Gefahr, dass ich jetzt einen abkriege, aber... Geh da mal rein. Mist. Ja, keine Ahnung. Irgendwas muss hier ja noch sein. Ich kann jetzt ja nicht jede Wand abrollen.
glaube, hier muss noch ein Zauberer irgendwo rumtapsen. Der hier ist hier runtergefallen. Da ist er. Ja, natürlich kriege ich den noch ab. So, was habe ich übersehen? Den haben wir auch geerntet. In aller Regel braucht man ja so einen Hebel, den man ziehen muss. So, hier gibt es zwei Abzweigungen. Das kann es sein. Welche sind... Die sind wir gegangen, weil hier sind... liegt ein Toter. Sind wir vielleicht den hier noch nicht gegangen? Ja, das geht sehr tief. Oh ja, da waren wir wohl noch nicht. Aber... Die Frage ist, ob ich da jetzt erstmal raufspringe. Warte mal, da unten. Also da geht es ja auf jeden Fall weiter. War ich jetzt hier schon? Hier war ich schon. Ja, okay, das ist... Ja, okay, ich weiß, hier war ich wieder genau an dieser Stelle. Dann hätte ich da runter, aber ich komme jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr. Oder komme ich dann auf der anderen Seite vielleicht? Ah, warte, hier. Ich glaube, ich muss da dann durchlaufen. Probier einfach mal. Eventuell ist das jetzt auch... Uhuhu. Das ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Aber wir könnten ja auch noch bei der anderen Seite lang. Oder nicht? Kurz überlegen, da ist nämlich der Typ, ich glaube, das war die Stelle, wo der Feuermund war. Also ich meine, hier waren wir auch schon. Ich glaube, wir sind... Hier gibt es drei Wege. Aber ich meine, hier war die Stelle, wo der Typ runtergefallen ist und da in der Mitte liegt er noch. Also der war hier oben. Aber da müssten wir eigentlich alle drei Wege auch langgelaufen sein. Ich gehe mal da nicht runter. Könnte natürlich sein, dass ich mich irre, aber ich würde den anderen Weg dann für vielversprechender erachten. Und zwar... Den da geradeaus. Drachenblitzfett. Na, das ist doch was Feines. So. Scheiße, was ist das? Fahrstuhl. Immer tiefer hinab. Oh. Gibt's hier einen Hebel? Ja. So, warte mal. Da unten könnte der Boss sein. Aber ich will mal sehen, was ist da denn oben noch? Da. Da lasse ich mich nochmal drauf rollen jetzt. Einfach überhaupt nichts. Warum ist hier nichts? Warum baut man so einen Balkon und macht dann hier nichts?
nicht nur doof. Ernsthaft? Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Oh krass, die können ja richtig wild werden noch. Hätte ich gar nicht gedacht. Alter, wie viele wohnen hier? Okay, los. Come on, irgendwo muss doch hier mal eine Zaubertür sein. Das ist doch, lädt doch alles ein. Da hinten steht einer, das sieht sehr gruselig aus. Wie groß ist der Dungeon denn noch? Das hier, ja, war so klar. Was ist das denn? So. So, dann schieß mal. Okay. Hey, hör mal, ich hab doch noch einen Dolch. Hat auch noch einen Dolch dabei gehabt. Hört ihr das? Das ist irgendein Mechanismus. Irgendein Mechanismus ist dahinter noch. Weiter rein, tiefer hinab in den dunklen Stollen. Naja. Okay, wir sind uns einig, dass das Quatsch mit Soße ist. So, die wollen mich natürlich jetzt verlocken, dass ich straight durchrenne. Das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass an der Wand dann noch so eine Todesfalle lauert. Aber irgendwann muss ich ja mal los. Okay, ist egal. Ja, so ist es. Ich wusste exakt, dass, ich hab's ja gesagt, ne? Aber das zählt nicht, weil ich das gesagt hatte. Deswegen ist das kein Fehler gewesen. Ach du Scheiße. Kämpfe ich natürlich mit meinem Eisschwert, diesen Feueratem. So, jetzt haben wir lächerliche eine Flask noch. Der hat mich zum Glück nicht kommen sehen. Okay. Da gibt's doch bestimmt. Ich war auf der falschen Seite, glaube ich. Boah, okay, da kann ich rein, alles klar. Schattenreich-Rune. Ey, die habe ich völlig aus den Augen verloren. So. Alles klar. Also. Was hat der denn Schönes? So, da sind überall so kleine Löcher in der Wand. Und die dienen vermutlich dazu, dass ich mich vor diesem Ungetüm in Sicherheit bringen kann. Es kann aber auch genauso gut sein, dass es da weitergeht.
Kriegsasche Blitzbolzen. Jo, also, es ist ja sicherlich jetzt eine Einladung, dass ich nochmal mit dir komme. Ich will aber erstmal schauen. Mal, da hinten geht es nämlich auch noch weiter. Ja. Ne, ich fahre jetzt nicht mit dir runter. Du kannst mal eben ohne mich. So, dahinter ist dann noch was hier. Schau mal. Au. Fuck. So, noch ein Item. Oh, da geht's runter. Okay. Stein ummanteltes Schwert. Ja, also. Jetzt gehe ich diese Leiter runter. Guck mal, hier ist eine Lücke. Aber dann werde ich nur in diesen Raum zurückkehren, befürchte ich. Oder? Au, warte, warte, warte. Also ich habe jetzt ein kleines Flaschenproblem. Wieso ist dieser Dungeon hier schon wieder so riesig? Ach, scheiße. Das überlebe ich doch nicht, oder? Aber ich wüsste nicht, wo ich jetzt noch lang gehen sollte. Überleben wir das? Was meint ihr? Verleiht einer Waffe Affinitäten und Talente. Das müssen wir mal ausprobieren. Geronimo! So. Da ist noch was. Aber wir können uns das wirklich nicht erlauben, nochmal getroffen zu werden. Auf das Item. Das mache ich jetzt nicht. Wir haben nichts mehr zum Heilen. Das ist mir viel zu riskant. Warte mal. Es geht noch weiter. Bergab. Ist das jetzt hier der Endboss? Ja, ne? Jo. Mit dem Original. Null Flasks. Mit null Flasks und einem halben Lebensbalken. Was machen wir daraus? Egal, das ist ja eine Americas-Statue. So. Gucken wir uns das mal an, was hier wohnt. Todesritter. Naja. War jetzt irgendwo zu erwarten.
Was ist das? Was ist denn das für ein Loot? Der heilt sich an mir! Oh ne, das finde ich aber kacke. Da reden wir nochmal drüber. Mann, wieso kam er? Och, jetzt frisst er mich wieder auf. Okay, das ist ja Sisyphos-Arbeit hier, ey. Ja, das war's. Okay, aber jetzt weiß ich, dass der frech ist. Das merken wir uns natürlich. Ja, ich habe komplett meine Runen einfach ignoriert, was dumm war, aber es scheiß mal drauf jetzt. Ich weiß, habe ich vergessen. Das ist ja eigentlich Quatsch, wenn ich hier mit Frostasche spiele. Das ist doch Quatsch. Das ist ja eine quatschige Geschichte hier. Oh, könnte man machen. Ich weiß gar nicht, der hat einfach so einen Standardangriff, ne? Ja, pass auf, wir machen mal sonst den. Und dann nehmen wir der ist sogar besser, das ist echt. Kann doch nicht sein. Blitz heilig, der macht Blitzschaden natürlich. Der ist besser gegen Blitz. Das Ding ist auch gut gegen Blitz, aber ich will ja nicht getroffen werden vom Blitz. So, jetzt sind wir noch bei mittlerer Last. Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen, weiß nicht, kriegen wir noch bessere Pantoffeln? Oh ja. Guck mal. So, jetzt können wir noch bessere Handschuhe. Die sind ja auch nicht viel schlechter. Nee. Okay, machen wir es jetzt einmal so. Und ich könnte auch probieren zu parryen. Kann man eigentlich ganz gut lesen, was der macht. Ach komm, egal. Aber das hier ist falsches Timing. Okay, das war komplett scheiße. Okay, ich bin komplett raus. Weg, auch hör doch auf! Das ist einfach nur frustrierend.
Ach, du arschgesichtiges Schweinegetier. Durch den Frostnebel hier. Okay. Nee. Alter. Nein. Oh Mann, das ist so lame, ey. Okay, jetzt hänge ich hier. Ey, ich habe leider keine Zeit mehr. Ich glaube, so ein Kampf dauert ja locker 5 Minuten. Wird zeitlich eng. Ah, Mann, ich laufe noch einmal rein. Ich habe eigentlich keine Zeit mehr, aber einmal schaffen wir es noch. Einen letzten Try und dann muss ich los. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, einfach aus Zeitgründen. Also der darf mich nicht nochmal grapschen. Oh Mann, ich komme da einfach auch nicht schnell genug weg. Oh Mann, das nervt einfach so hart. Der Kampf beginnt ja jedes Mal von vorne.
Na! Nee, ey, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das ist einfach nur nervig. Oh, hör mal auf jetzt. Die Rattengesicht. Okay, pass auf. Ich bin guter Dinge, dass wir den kriegen. Und zwar zeitnah, der ist gar nicht so krass. Das Bewegungsmuster ist relativ simpel. Aber das Einzige ist halt, dass man diesen Sauger da ausweichen muss. Wenn er kurz seine Flügel macht und dann kommt, dann muss man richtig schnell wegrollen. Und wenn, dann ist das auch gar kein Problem. Aber mir fehlt so ein bisschen gerade die Geduld, weil ich nämlich jetzt sehr, sehr dringend los muss. Ich habe einen wichtigen Termin. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war eine weitere Folge Wildert weiter. In Elden Ring Shadow of the Erdtree. In der nächsten Folge holen wir uns den Typen ASAP. Bestrafen den für seine Frechheiten. Und wann streame ich wieder? Das ist eine sehr gute Frage, Olaf. Das besprechen wir gleich. Ich mache erstmal hier Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.